Ich grüße euch. Lasst uns weitermachen hier bei Medieval Dynasty. Wir sind noch in wunderschönen Gastovia. Oder mehr oder weniger stehen wir davor. In der letzten Folge hatten wir erfolgreich einen Elch gelegt. Ja, wir müssen noch einen Bär und einen Wiesent legen für die Quest. Wir sollen auch noch zu Sambor. Da sollen wir auch noch hin, ne? Ja. Machen wir auch noch. Wir wollten eigentlich in dieser Folge, so wollten wir eigentlich mal rüber zu Borovo gehen, ins nächste Dorf. Dort gucken wir mal, ob wir zwei Damen finden, die ja für unser Dorf noch. Mal gucken, mal, jetzt finde ich hier gerade Beeren. Reife Beeren finde ich hier gerade. Ist ja cool. Was machen die Beeren? Also die vergiften uns auch, oder wie? 0,5 Nahrung und ein Wasser. Aha. Ist doch cool. Schön. Ja, wir haben ja auch aktuell Sommer, ne? Ja, hier finden wir auf jeden Fall keine Damen, die, ja, nee, hier finden wir einfach keine Damen, ne? Die für unser Dorf passend wären, ne? Wir sollen auf jeden Fall zurück zu Sambor. Sambor war ja nicht in diesem Dorf, ne? Wir müssen da halt wieder zurückgehen, ne? Hm. Genau, in der letzten Folge hatten wir auch noch einiges verkauft. Ja. Wir haben aktuell 1329 Münzen. Das ist viel, finde ich. Wir wollten uns ja Schweine kaufen. Und wir haben uns hier, also hier ungefähr, gibt es ein Lager, was wir entdeckt haben in der letzten Folge. Dort haben wir so einige tolle Sachen gefunden. Da müssen wir auch noch zurück. Das machen wir auch noch. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal ins nächste Dorf. Wir gucken mal, ob wir da was Weibliches finden. Ich finde überall Beeren hier. Cool. Überall Beeren. Schön. Ja, die hauen wir uns erstmal weg. Was cool ist, sie geben ein bisschen Nahrung und ein bisschen Butter in den ganzen Beeren hier. Mh, schön. Gut. Nee, jetzt, ja, wir gehen einfach übers Wasser hier. Oder durchs Wasser gehen wir. Irgendwas wollte ich noch machen. Ja, genau, wir hatten ja noch Eisenpfeile, hatten wir auch noch gefunden, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir noch irgendwie so einen Bär finden und so einen Wiesent. Aber Bären finden wir wahrscheinlich ja in Höhlen. Schneller durchs Wasser laufen wäre schon cool. So. Da sind wir wieder. Also ein sehr, sehr kleines Dorf hier, ne? Malibor. Da sitzen auf jeden Fall schon mal ein paar. Ah, auch etwas Weibliches. Das ist schön. Die Kanuta. Nicht Hanuta, sondern Kanuta. How are you? Hallöchen. Ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Hättest du Bock? Schön. Und die Leonarda. Achso, die können wir nicht, okay. Leonarda. Guten Tag, Fremder. Achso, Romantik können wir nicht mit dir machen, ne? Achso, du bist verheiratet. Hm. Okay. Ja. Die Ida auch nicht, ne? Ida ist 42. Nee, nee, okay. Na gut, die Kanuta werden wir dann eben Verwaltung da. Kanuta wird auf jeden Fall da, in diesem einfachen Haus hier mit einziehen, bei Villemir. Villemir bekommt jetzt weibliche Unterstützung im Haus. Kanuta, ja. Schön. Hm, ja, eine Dame fehlt uns noch. Wir könnten jetzt mal rübergehen nach, wo gehen wir denn hin? Nach Barrankia. Könnten wir tun, ne?
Wir könnten natürlich auch diesen Fuhrmann benutzen, ne? Aber der nimmt so viel Kohle von uns. Machen wir nicht. Dann gehen wir halt jetzt mal hier rüber. Wir gucken dann gleichzeitig noch, ob wir wieder irgendwas Tolles finden. Wir müssen halt Ausschau halten nach irgendwelchen Sachen hier am Rande. So kaputte Waren oder, Wagen oder so. Was ist denn da hinten los? Wir rüsten nun mal. Nein. Wo ist denn jetzt der Bogen? Ah, wir haben 16 Steinpfeile, okay. Hier finden wir auch keine Höhle oder so, ne? Nee. Hätte ja sein können. Aber ich bin da ganz ehrlich, ja. Ich bin da ganz ehrlich. Ich muss nicht unbedingt einen Bären finden. Wo gehen wir überhaupt lang hier? Oh, wir müssen da so ziemlich da lang. Oh, oh. Oh, oh, wir müssen los. Ja. Wir müssen los. Ich habe jetzt nicht so Lust auf Wiesent. Hier ist irgendwo Jagdgebiet Wiesent entdeckt. Leute, wir sind hier anscheinend richtig. Cool. Aber wo denn? Was haben wir hier? Oh, Wolle, Wolle. Wollstoff. Schön, alles mitnehmen. Aber Wiesent. Wir gucken nochmal auf eine Karte. Und zwar wilde Tiere, genau, da. Ah, das sind diese Wiesent, ne? Da gehen wir mal gucken. Das sind, glaube ich, so Riesenviecher, ne? Oh Mann, oh Mann. Also ich muss jetzt ein bisschen still sein. Ich werde mich wahrscheinlich wieder erschrecken, wenn ich so ein Ding vor mir habe. Was ist das denn? Nee, oder? Junge, der sieht aus wie ein Kamel. Woho, ein... Ja, die Viecher kenne ich doch. Das ist so ein Bison. Oder? Gut, das nennt man Wiesent, ja? Okay. Leute, ich weiß nicht, sollen wir das Ding legen? Wir müssen das Ding legen. Wir gehen nochmal ins Inventar. Steinpfeile. Wir haben doch so Eisenpfeile, ne? Drei Stück nur, ne? Nee, ist egal, dann. Okay, let's go. Oh, da unten ist auch so ein... Sind die friedlich? Wow, Leute. Es war vielleicht einfach nur Glück, was gerade da passiert ist. Wenn wir unser Leben da unten links angucken, wir sind fast gestorben. Dieses Viech hat uns fast umgebracht. Wow. Mein Adrenalinspiegel ist gerade sehr, sehr hoch. Wahnsinn. Okay. Ich habe es einfach nur schnell hinter Volgan. Das war ja gerade sehr, sehr krass, oder? Was da so passiert ist. Boah, da komme ich nicht drüber weg gerade. Auf jeden Fall ist unsere Gesundheit sehr weit unten. Jetzt möchte ich auch nicht mehr jagen gehen. Jetzt packen wir den Bogen weg. Wir bleiben jetzt mal auf dem Weg. Da sind wir nämlich, denke ich mal, sicherer. Ho, ho, ho. Sehr cool. Wir haben einen Wiesent gelegt. Da ist schon wieder so eine kaputte Karre, oder? Was ist das hier? Ein Stock. Aha. Was haben, ach, Wollstoff. Ja, das nehmen wir auch. Liegt hier noch mehr rum? Ein Eisenmesser. Ah, schön. Zweige. Mehr liegt hier nicht, ja. Nö. Schön. Bleiben wir doch mal wieder auf dem Weg. So können wir natürlich auch Geld verdienen, ne? Wenn wir irgendwelche Sachen finden. So, hier ist das nächste Dörfchen.
Dann gucken wir mal. Oh, guck mal, hier sind viele weibliche Damen. Hallöchen. Hier hätten wir sogar Auswahl. Wir nehmen tatsächlich mal die hier. Die Huberta. Huberta. Schön. Schön, schön. Die lassen wir jetzt auch direkt einziehen. In ein Häuschen. Da. Der Kanimir bekommt die Huberta. Da freut er sich. Schön. Und was ist mit euch hier? Die Rudolfina. Rudolfina oder die Henrika? Henrika? Ist das richtig? How are you? Ist 19. Okay. 19. Und wie alt bist du? Hail, friend. 20. Hm. Die Rudolfina. Komm. Wir nehmen die Rudolfina. Das ist eine hübsche. Das ist eine ganz hübsche, ne? Romantik. Wir machen hier mal einen auf Romantik. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Als ich hier im Tal ankam, machte es einen unglaublichen Eindruck auf mich. Wie gefällt es dir hier? Es ist schon in Ordnung. Die Felder sind fruchtbar, die Wälder voll von Wild, bla bla bla. Okay. Du bist mir aufgefallen, darf ich erst was fragen? Wir flirten jetzt. Wir flirten jetzt hier. Ich bin immer erpicht darauf, neue Dinge zu lernen. Hast du irgendeinen guten Rat für mich? Das ist schön, bist du aufgefallen. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Die Bettdecke. Das ist natürlich das beste Geschenk, was man einer Frau machen kann, ja? Eine Bettdecke. Ja? Also zum Flirten, ja? Immer Bettdecke dabei haben. Es wird im Winter von unschätzbarem Wert sein. Vielen Dank. Zuneigung 23%. Wir müssen auf jeden Fall an der Dame hier dranbleiben, ne? Ja, jetzt haben wir dir schon ein Geschenk gemacht. Kann ich die jetzt schon heiraten? Nee. Romantik. Was ist deine liebste Jahreszeit? Auf jeden Fall der Herbst, okay. Ich kann Faulheit im Menschen nicht ausstehen. Dein Fleiß sollte ein Ansporn für alle sein. Das weiß ich zu schätzen. Ah, schön. Wie geht es dir, meine Schöne? Es tut mir leid, ich brauche etwas Zeit, um nachzudenken, was du gesagt hast. Okay, dann kommen wir halt morgen wieder, Rudolfina. Wir müssen unbedingt jetzt dranbleiben. Ja, müssen unbedingt da dranbleiben. Ja, cool. Schön. Und was machen wir? Achso, ich wollte noch nach Schweinen hier gucken, ne? Habt ihr Schweine hier? Ah, will keiner mit mir sprechen hier. Wo könnten wir Schweine finden? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal. Wir könnten ja mal hier rüber gehen nach Brankia, ja? Wir gehen jetzt einfach stumpf geradeaus. Vielleicht finden wir. Oder ist das hier ein Schweinestall? Sieht aus wie ein Schweinestall, ja? Nee. Schafe nur. Ach, guck mal, da ist ein kleines Lamm hier. Lammmännchen. Oh, schön. Ist aber verdammt teuer, ne? Ich denke mal, dass wir uns sowieso hier nichts leisten können. Jagdgebiet Falke. Ah ja. Wo sind wir hier denn? Er sagt nicht, hier gibt es irgendwo eine Höhle, wo wir einen Bären finden. Das wär's ja. Also auf Bärenjagd, da bin ich noch nicht heiß drauf. Dieser Wiesent war schon schlimm genug. Ich glaube, wenn wir jetzt auch einen Bären finden, wird er uns sowieso erschlagen. Sieht verdächtig aus hier nach einer Höhle. Ah, da ist schon das nächste Dorf. Cool. Schnell rein da. So, habt ihr Schweine hier? Oh, was wird hier gemacht? Zaube. Gibt es hier überhaupt Bauern oder so? Nee, gibt es auch Damen. Guten Tag zusammen. Schweine habt ihr nicht, ja? Nee, dann bin ich auch wieder weg. Wo könnten wir jetzt hingehen? Nach Tutki. Komm, wir machen nochmal so einen Abstecher nach Tutki. Und, ja, wir bleiben mal auf den Weg. Vielleicht finden wir wieder was. Hoffentlich keine Bären.
Wir brauchen irgendwas, was uns Gesundheit bringt. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir gehen hier rechts lang, ne? Wo geht da oben? Achso, das ist der letzte Weg hier, ja. Keine Wagen hier. Oh oh. Nee, hau ab. Wir scheuchen den weg. Guck mal, der macht doch gar nichts. Was ist das denn da? Was war das da? Ach, das ist das Licht, okay. Johanneskraut. Kann man das essen? Oder Johanneskraut bringt minus 20 Vergiftungen. Wo laufen wir jetzt richtig? Ja. Weil der Weg ist ein bisschen blöd hier, ne? So, da ist es doch schon. Gucken, ob es hier Schweine gibt. Weil ich habe doch irgendwo mal Schweine gesehen. Was ist das denn? Hier gibt es Fohlen. Das Esel? Oh, sorry. Das sehen ja aus wie Esel, die Viecher. Jo, da ist der Papa und Mama Esel. Ein Esel wäre auch cool. Nee, ich suche aber Schweine. Leute, ich weiß nicht, wo hab ich Schweine gesehen. Hier ist auch nichts. Da hinten ist nur die... Okay. Was ist denn hier drin? Er ist immer noch im Feld arbeiten hier. Das ist nur diese Feldhütte, ne? Oder was ist das hier? Ne, eine Jagdhütte, okay. Finde ich ja nicht gut, ne? Wir sollten sowieso, glaube ich, mal zurück ins Dorf gehen. Guten Tag, die Damen. Was ist sie denn da? Eine Birne. Ja. Esel. Also Esel wäre auch coole Sache, ja. Das wusste ich auch noch nicht, dass es hier Esel gibt. Jetzt bin ich am Überlegen, was wir machen könnten. Ja gut, wir sind jetzt nicht mehr so weit weg, ne, von zu Hause. Ich denke mal, dass wir erstmal schlafen gehen. Wir sind sowieso gesund, ein bisschen verletzt, ne? Oh, ja, ist das dunkel jetzt. Jetzt ist es richtig dunkel. Gut, dass wir meine Karte dabei haben. Wir könnten natürlich auch mal einen Abstecher nach Rolnica machen. Ja, hier oben links. Scheint mir auch ein bisschen größer zu sein, das Dorf. Da war ich auch noch nie. Das könnten wir mal machen. Guck mal, da ist schon wieder unser Dorf. Beeren essen, ja. Ja komm, pflücken wir wieder Beeren. Zack, wieder 23 Beeren. Aber erstmal gehen wir schlafen. Das ist erstmal das Wichtigste. So. Schön. Bis zum nächsten Tag schlafen, ja. Wir gehen nochmal unter die Verwaltung. Ach, guck mal, Fertigkeiten. Wir hätten sogar bei der Jagenfertigkeit hätten wir sogar einen Punkt zu vergeben. Jagdwissen. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Jagdaktivitäten, natürlich. So, jetzt nochmal unter Verwaltung. Gewinnung. Brunnen hat keine leeren Eimer, okay. Jagdhütte braucht Messer. Mhm. Okay, Schmiede hat schon wieder keine Materialien, okay. Wir haben aber ein Messer gefunden, ne? Ein Eisenmesser, glaube ich. Ja.
Das packen wir auf jeden Fall rüber. Eine Eisenaxt. Mhm. Die behalten wir, glaube ich. Bronzebolzen. Na, wir reisen, ich denke mal, wir reisen so weiter hier, ne? Wolle und Wolgan, das könnten wir alles noch verticken. Das möchte ich gerne mit mir führen. Wir gehen jetzt erstmal nach Rolnica. Das machen wir jetzt. Also hier waren wir überall. Hier waren wir. Da waren wir. Das ist hier, Barrancia ist ein Dorf hier, oder was? Hier waren wir wirklich überall. Ach, hier, ah, guck mal. Ich wollte schon sagen, wir haben doch, hier unten gibt es auch noch Dörfer, aber die sind sehr, sehr weit, ne? Aber vielleicht gibt es da auch was Besonderes. Wir gehen jetzt erstmal links da hinten über die Brücke. Ich bin mal gespannt da. Müssen was für die Gesundheit tun, ne? War das die Wegwarte? Oder was war? Was hat uns da nochmal da? Erstmal die Bilsen, den Bilsenkraut. -2%, nee, das wollte ich eigentlich auch nicht. Johanneskraut ist es auch nicht. Wegwarte da, 40% Effektdauer, nee, auch nicht. Ah, der Breitwegericht. Das war der, der uns Gesundheit gibt, ne? Da. +2 Gesundheit, genau. Naja, war ja nicht viel, ne? Kaninchen. Hier ist auch alles voll Birke. Oh, da ist schon wieder ein Karren umgefallen hier. Plündern wir. Weizen, ja, das nehmen wir mit. Mehl, ja, natürlich. Da ist eine Sichel, eine Bronzesichel, schön. Hm, mehr auch nicht. So, wo ist das Dorf? Ah, ich kann schon sehen. Schweine, wir brauchen Schweine. Oh, was ein seltener Anblick. Eine Mühle gibt es sogar hier im Dorf. Cool. Das ist der richtige. Wow, das sieht cool aus. Sowas brauchen wir auch. Die gucken wir uns erst mal an. Oh, ist schon groß, das Ding. Cool. Ja, die machen auf jeden Fall ihr eigenes Mehl, ne? Cool, da müssen wir mal reingehen und gucken, wie das aussieht. Was ist das denn hier? Ah. Sehr cool. Können wir sogar oben reingehen? Ah, hier ist das Ding. Hier ist es. Geil. Sehr geil. Aha. Ja, so ein Ding brauchen wir auch. Das könnten wir normalerweise, müssten wir auch unten reingehen können, ne? Hä? Man kann gar nicht da unten reingehen, oder wie? Man muss doch mal unten reinkommen können, oder nicht? Hm. Egal. Hallo? Oh, sorry. Oh, ist aber fast runtergefallen. Nee, eigentlich sind wir nur hier wegen Schweine. Nee. Hier haben wir Schweine. Boah, ist die fett. Boah. Nein. 1125 kostet ein weibliches Ferkelchen. 1125. Wow. Guten Tag, die Dame. Hello, traveler. Zeig mir deine Ware. Ey, das ist ja richtig cool. Auf jeden Fall verkaufen wir erstmal das Kraut hier, den Bronzebolzen nicht. Bronzesichel, ja, komm, verkaufen wir auch. Wir brauchen jetzt richtig viel Geld.
Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das ja auch noch ein bisschen. Das auch, ja, das auch. Ja. Alles verkaufen wir. Mehl, ja, auch Mehl. Lena bringt auch viel Geld. Johannes Kraut. Google mit der langen Pelzkapuze. Komm, die müssen wir verkaufen, ist egal. Wir brauchen ganz viel Geld. Fleisch auch verkaufen, weg. Wir brauchen Geld. So. Goodbye. Jetzt gucken wir jetzt noch einmal. Ich bin ganz aufgeregt gerade. Wir haben 2221 Münzen. Rekord. Wir müssen erstmal in die Verwaltung gehen und zwar. Aha, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Zeichen hier? Ja, das ist ein dicker Bauch. Wenn man da ganz genau hinguckt auf diesen Zeichen, sieht das aus wie ein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall soll das einen dicken Bauch darstellen, glaube ich, ne? Wir haben die Ludwika, ja? Die Ludwika ist schwanger. Unsere Köchin ist schwanger. Schön, freut mich. Wow. Ludwika ist schwanger. Ja, geil. Was wollte ich machen? Ich habe schon wieder vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich wollte im Schweinestall, genau, jemanden arbeiten lassen. Ja. Und zwar... Ja, dann die Kanuta, ne? Ja, die hat einen Skill von 2 da drin, okay. Kanuta, okay, gut. Was wir jetzt noch brauchen, wäre 2 Schweine, ne? Ferkel, Weibchen, 1150, kaufen. Schweinestall. Leerer Slot hier zuweisen, ja. Jetzt haben wir nur noch 1096 Münzen. Wir müssen irgendwie noch Kohle kommen jetzt. Wie du mir helfen kannst. Mal einen besseren Preis hier machen. Die Eisenaxt verkaufen. Weiß ich nicht. Ist das gut? Weiß ich nicht. Was können wir denn? Wir könnten erstmal die ganzen Bolzen ein bisschen verkaufen hier. Ne? Ja, ein bisschen Bolzen. Wir verkaufen noch ein bisschen mehr. Und zwar Holzbolzen, Eisenaxt vielleicht noch. Okay. So. Have a good day. Wir kaufen jetzt noch hier dein Ferkelmännchen. Wow, Leute, wir haben jetzt, ich kann es gar nicht glauben, wir haben jetzt 2 Schweine. Ich bin, ja, das macht das richtig cool, richtig, richtig cool. Was wir noch brauchen eben ist auf eine schnelle Tierfutter vielleicht ein bisschen kaufen, ne? Kaufen wir nochmal 5 Stück. Oh, ist nicht viel, ne? Okay. So, jetzt aber ab nach Hause, wir müssen schnell gucken, was da im Schweinestall abgeht. Wir müssen auch gucken, dass wir jetzt Tierfutter herstellen, ne? Selber Tierfutter herstellen wäre ganz, ganz wichtig, glaube ich. Tierfutter stellen wir in der Scheune her, ne? Aha. Wir gucken mal unter die Verwaltung. Scheune. Da, Scheune, Arbeiter zuweisen. Und zwar hätten wir noch die Huberta. Die Huberta, die ist zwar nicht so gut da drin, die lassen wir dir arbeiten. Tierfutter ist gesperrt. Haferkorn. Wir müssen das freischalten dann, ja? Okay. Aha. Wir müssen Tierfutter erst freischalten. Haben wir noch nicht, okay. Boah. Der Hase hat mich, mein Gott. Hoppel mal nach Hause. Geh schon rein. Und der macht auch irgendwelche Geräusche. Oh, da ist schon wieder unser Dorf. Also von hier aus sieht das schon sehr, sehr gewaltig aus, ne? Wie viele Häuser wir schon mittlerweile haben. Wo
Wo sind meine Schweinis? Ah, ich sehe schon von hier, dass unser Kohl wächst. Oder ist das kein... Doch, das ist doch der Kohl. Was ist das hier? Hier ist unser Flachs. Nee. Ungedüngt. Erforderliche Säckchen Dünger. Aha. Hier ist... Ah, Kohl wurde auch schon. Das wurde schon alles geerntet. Ah, der Hafer wächst. Erforderliche Säckchen Samen. Hä? Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken. Wir haben doch gesagt, hier auf diesem Feld 6, ja, soll... Nee, Weizen doch nicht, ne? Weizen. Roggen, ne? Genau, das ist ja... das ist Roggen, ne? Ja. Aber haben wir keine Roggenkörner mehr? Oder wie ist das jetzt hier? Lass mal einen Überblick schaffen. Erstmal gucken wir bei uns in den Schweinestall rein. Das ist noch viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Wo sind unsere Schweinis? Kanuta, was machen die Schweine? Oh, guck mal. Guck mal, guck mal. Oh. Wie es da sitzt. Sehr cool. Zog füllen. Ah, wir haben jetzt... Was? Aha. Ja, schön. Ja, wir haben jetzt da gerade unser Tierfutter reingedrückt, ne? Mhm. Wir hatten ja noch ein bisschen Tierfutter gekauft. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir Tierfutter jetzt... jetzt haben wir teure Schweine gekauft. Jetzt dürfen die auch nicht kaputt gehen, weil sie nichts zu fressen haben. Jetzt erstmal gucken, was ist denn mit Roggen los hier? Roggen, Roggen, Roggen. Roggenkorn. Getreidesorte. Wird beim Dreschen von... Ja, Roggen haben wir doch. Roggenkorn haben wir, Weizenkorn und... Hafer haben wir gar nicht dann, ne? Aber ich hatte doch mal Haferkorn besorgt. Zwiebelsamen haben wir, Weizenkorn, ja. Und Roggenkorn haben wir, ja. Ja, Dünger haben wir natürlich wieder nicht, ne? Dünger haben wir schon wieder nicht. Ja. Jetzt gucken wir nochmal einmal auf dem Feld. Ist alles ein bisschen seltsam. Mit den Hafer. Es fehlt auf jeden Fall an Dünger, ja. Ach, Hafer ist aus. Ah, okay. Ja. Der Hafer wächst noch. Ja, wir brauchen dringend Dünger. Ganz dringend brauchen wir Dünger. Futter auch. Erstmal was trinken. Dann mal überlegen, was wir als nächstes machen. So, erstmal einen Schluck gönnen. Wir gucken jetzt nochmal unter die Verwaltung beim Schweinstall rein. Genau, Produktion nicht eingestellt. Schweinstall. Aha. Was für eine Produktion denn? Dung. Ja, Dung. Status keine Tiere. Ein Rohstoff kann vom Tierzüchter im Schweinestall oder per Hand in anderen Stellen eingesammelt werden. Wird zur Herstellung von Dünger an der Werkbank der Scheune benötigt. Ja, das ist mir schon klar. Aber keine Tiere. Status keine Tiere. Wir haben doch zwei Tiere. Hm. Dann müssen wir mal nachgucken. Symbol Dung. Achso, lokale Produktion. Ja, okay, da habe ich verstanden. Vielleicht ändert sich das jetzt gleich mal. Jetzt haben wir aber noch andere Probleme hier. Im Schweinestall sind keine Tiere. Das ist echt seltsam. Aber hier wird mir nichts gesagt, was die Schweine alles so benötigen. Brauchen die denn nicht auch Stroh oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir Tiere und ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ein bisschen Tierfutter haben wir, okay. Ja, im Feldschuppen ist kein Material.
Im Feldschuppen ist kein Material. Es ist kein Dünger. Mhm. Also ja, wie gesagt, Dünger brauchen wir und in der Schmiede fehlen wahrscheinlich wieder Bretter, ne? Nee, Stock fehlt. Stock. Ah, okay. Ja gut, das kriegen wir hin. Leute, wir haben jetzt Schweine. Ich bin mega stolz. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal zurück. Das müssen wir noch machen. Da müssen wir noch so ein paar Sachen einladen. Und wir müssen nochmal zurück nach Brancia, ne? Nach Brancia, da haben wir unsere zukünftige Frau kennengelernt. Da müssen wir auch noch ein bisschen rumflirten. Dünger müssen wir auch noch besorgen. Tierfutter müssen wir auch noch besorgen. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Aber Leute, wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mögt, dazu noch einen Kommentar. Ja, Leute, gesund bleiben und so. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.